Wir haben gesehen, dass man Gase mathematisch sehr gut mit der Zustandsgleichung P mal V gleich N mal R mal T beschreiben kann. Wir wollen nun versuchen, das Verhalten von Gasen aufgrund von Modellvorstellungen zu erklären. Man nennt die Modellvorstellung, die man vor einem Gas hat, die kinetische Gastheorie. Das ideale Gasgesetz beschreibt ein Gas makroskopisch, nämlich mathematisch. Die kinetische Gastheorie beschreibt ein Gas mikroskopisch, nämlich mit einer Modellvorstellung. Bisher war ein Gas für uns eine Blackbox. Wir konnten Messungen daran vornehmen und konnten zum Beispiel makroskopische Parameter wie den Druck, das Volumen, Temperatur, Viskosität, Wärmeleitfähigkeit, Diffusionskonstante etc. messen. Jetzt wollen wir ein Modell aufstellen, was uns gestattet, ein tieferes Verständnis eines Gases zu bekommen und welches diese makroskopischen Größen, die messbar sind, zurückführt auf mikroskopische Größen, die primär nicht so einfach messbar sind. Diese mikroskopischen Größen sind Größen, die mit den Teilchen zusammenhängen. Zum Beispiel mit der Anzahl der Teilchen, mit der Masse der Teilchen, mit der Größe der Teilchen, mit der Geschwindigkeit der Teilchen und so weiter. Bei der kinetischen Gastheorie in der einfachsten Form geht man davon aus, dass ein Gas aus vielen Massenpunkten besteht. Diese Massenpunkte sind sehr viel kleiner als das Volumen, das das Gas einnimmt. Diese Massenpunkte haben auch keinerlei Wechselwirkungen zueinander, es sei denn, sie stoßen zusammen. Die Teilchen sind in ständiger Bewegung, stoßen miteinander zusammen und auch mit den Behälterwänden. Weil wir sehr viele Teilchen haben und weil deren Geschwindigkeit und Energie sich ständig ändern, sind wir gezwungen, mit Mittelwerten zu operieren. Mittelwerte kürzen wir ab, entweder mit einem Querstrich über der Größe oder mit zweieckigen Klammern. Der Mittelwert der Geschwindigkeit, wie er formuliert, ist zum Beispiel die Summe aller Einzelgeschwindigkeiten dividiert durch die Anzahl der Teilchen. Ich will gleich die wichtigsten Aussagen der kinetischen Gastheorie vorwegnehmen. Wenn wir ein Gas haben, welches aus vielen Teilchen besteht, die sich sehr heftig bewegen, dann ist die Temperatur dieses Gases direkt gekoppelt mit der Translationsenergie der Teilchen. In der Tat ist die Temperatur nur eine andere Bezeichnung für die Translationsenergie der Teilchen. In Formelschreibweise, die mittlere Translationsenergie eines Teilchens ist gleich 3/2 Boltzmann-Constante mal Temperatur. Ein Teilchen hat 3 Möglichkeiten, sich im Raum fortzubewegen. Pro Raumrichtung sind das also 1/2 k mal t. Der Druck ist nichts anderes als die Energiedichte, die in einem Gas herrscht. mv² ist sowas wie die kinetische Energie. Dividiert durch Volumen bedeutet, wir haben Energiedichte als Maß für den Druck, beziehungsweise den Druck als Maß für die Energiedichte. Bei Raumtemperatur, bei Schleuderbedingungen 300 Kelvin, ist die mittlere Translationsenergie etwa 6 mal 10 hoch minus 21 Joule, 0,03 eV oder 3,7 Kilojoule pro Mol. Wenn wir zwei Gase vergleichen, zum Beispiel Sauerstoff und Wasserstoff bei Standardbedingungen, dann haben diese beiden Gase in der Regel unterschiedliche Dichten. Sauerstoff 1,3 Gramm pro Liter, etwa so dicht wie Luft. Der Wasserstoff deutlich weniger dicht, 0,08 Gramm pro Liter. Weil aber beide Gase bei gleicher Temperatur vorliegen, haben beide Gase die gleiche kinetische Energietransaktion, nämlich 3,7 Kilojoule pro Mol. Gleiche Temperatur, gleiche kinetische Energie. Kinetische Energie kann man als 1/2 mv² ausdrücken. Und wenn man jetzt für beide Gasarten diese Energie formuliert, dann kann man
eine Beziehung zwischen den Geschwindigkeiten und den Massen aufstellen. Man kommt zum sogenannten Grahamschen Gesetz, welches aussagt, dass die Geschwindigkeiten umgekehrt proportional der Wurzel aus den Massen ist. Weil die Masse von Wasserstoff 16 mal kleiner ist als die von Sauerstoff, ist die Geschwindigkeit von Wasserstoff Wurzel 16, also 4 mal größer als die Geschwindigkeit von Sauerstoff. Sauerstoff hat eine mittlere Geschwindigkeit von 444 Meter pro Sekunde, Wasserstoff von weit über 1700 Meter pro Sekunde. Die chemische Gastheorie ist eng verknüpft mit den beiden Wissenschaftlern Maxwell und Boltzmann. Diese Gleichung, die Sie hier sehen, ist die Maxwell-Boltzmannsche Geschwindigkeitsverteilung in einem Gas. Sie gibt an, welche Anzahl Teilchen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit fortbewegen. Etwas unsauber formuliert. Wir haben als X-Achse die Geschwindigkeit, als Y-Achse haben wir die Anzahl der Teilchen, die sich, und jetzt kommt die Präzisierung, in einem Geschwindigkeitsintervall dv befinden. Sie sehen, dass sich die meisten Teilchen in Sauerstoff, hier blau gezeichnet, mit einer Geschwindigkeit um die 400 Meter pro Sekunde bewegen. Es gibt aber auch sehr schnelle Teilchen, die sich mit über 1000 Meter pro Sekunde bewegen. Die haben entsprechend auch eine sehr hohe Energie. Es gibt auch Teilchen, die sich sehr langsam bewegen. Die Maxwell-Boltzmannsche Geschwindigkeitsverteilung ist mathematisch gesehen ein Produkt aus einer Parabelfunktion v² und einer Exponentialfunktion. Damit ergibt sich ein Maximum bei etwa 400 Meter pro Sekunde für Sauerstoff. Für Wasserstoff ist die Maxwell-Boltzmannsche Verteilung deutlich flacher, aber auch weiter nach rechts verschoben. In dieser Geschwindigkeitsverteilung, die übrigens nicht symmetrisch ist, die etwas nach rechts verschoben ist, nicht vergleichbar ist mit einer gaußschen Glockenkurve, gibt es drei Geschwindigkeiten, die unsere besondere Aufmerksamkeit verdienen. Einmal die häufigste Geschwindigkeit, die entspricht dem Maximum der Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Man kann sie ausrechnen, indem man die Maxwell-Boltzmann-Verteilung ableitet und das Maximum durch Gleichsetzen der Ableitung gleich 0, der ist dann gleich 0, ermittelt. Das sind dann 2 kt durch m und die Wurzel aus. Die wichtigste Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit hier etwas rechts vom Maximum, das ist die mittlere Geschwindigkeit, v quer, Wurzel 8 kt durch pi mal m. Es gibt noch eine weitere Geschwindigkeit, das ist die Wurzel aus dem mittleren Geschwindigkeitsquadrat. Das ist die Geschwindigkeit der Teilchen, die genau die mittlere Energie haben. Man kann diese drei Formeln entweder mit dem Quotienten klein k durch klein m formulieren oder groß R durch groß m. Wichtig ist, dass man in jedem Fall SI-Einheiten einsetzt. Die Teilchen stoßen mit der Wand und mit sich selbst zusammen. Wenn man die Anzahl der Zusammenstöße untereinander berechnen will, dann geht man von dem Konzept des Stoßquerschnittes aus. Man muss mathematisch klar definieren, was ein Zusammenstoß ist. Und dies geht wie folgt. Wir haben hier ein Teilchen B, welches sich von links nach rechts bewegt, mit einer Geschwindigkeit v. Und man kann sich nun vorstellen, dass das Teilchen B eine Art Zylinder mit sich führt, eine Art Stoßzylinder mit sich führt, der den Querschnitt Sigma hat. Und wenn ein anderes Teilchen mit seinem Schwerpunkt in diesem Stoßzylinder liegt, dann erfährt dieses andere Teilchen einen Zusammenstoß. Teilchen A' hier unten zum Beispiel liegt mit dem Schwerpunkt außerhalb des Stoßzylinders wird also keinen Zusammenstoß erfahren. Das Teilchen A wird sehr wohl zusammenstoßen, weil sein Querschnitt innerhalb des Stoßzylinders liegt. Man muss jetzt einfach nur die Anzahl der Teilchen in diesem Stoßzylinder
ermitteln. Der Stoßzylinder hat die Grundfläche Sigma, hat die Länge V quer, Wurzel 2 als Korrekturfaktor für die Relativbewegung und die Dichte der ganzen Teilchen ist groß n durch groß V. Und damit haben wir schon Z, die Stoßfrequenz eines Teilchens, ermittelt. Der Stoßquerschnitt Sigma kann geometrisch abgeschätzt werden als etwa Pi mal D Quadrat. Wenn wir mit üblichen mittleren Geschwindigkeiten und Stoßquerschnitten rechnen, dann kommen wir für Argon zum Beispiel 400 Meter pro Sekunde heraus, eine Konzentration von etwa 2 mal 10 auf 25 Teilchen pro Kubikmeter, ein Radius von Argon 0,17 Nanometer, Stoßquerschnitt 0,36 Nanometer Quadrat, ergibt eine Stoßfrequenz von etwa 5 GHz. Jedes Teilchen stößt in einer Sekunde mit 4,9 Milliarden anderen Teilchen zusammen. Das bringt uns zu einer der wichtigsten Größen der Hilbertschen Gastheorie, der mittleren freien Weglänge. Ein Teilchen in einem Gas ist zwar sehr schnell, um die 400 Meter pro Sekunde, kommt aber nicht sehr weit, weil es mit sehr vielen anderen Teilchen zusammenstößt. Macht eine Zickzackbewegung, macht einen Random Walk, wie man sagt, eine Zufallsbewegung durch das Gas hindurch. Und wenn man jetzt ausrechnet, welche Strecke ein Teilchen im Mittel zwischen zwei Schiffen zusammen zurücklegt, kommt man zur mittleren freien Weglänge. V ist die Strecke pro Sekunde, die zurückgelegt wird. Z, das ist die Stöße pro Sekunde, die erlitten werden, also ist Lambda gleich V durch Z. Wenn wir die Formel für Z hier einsetzen, erhalten wir diesen Ausdruck. Und wenn wir die bekannten Daten von Argon einsetzen, erhalten wir eine mittlere freie Weglänge von 82 Nanometern. Das ist etwa das 400-fache des Durchmessers des Argon-Atoms. Das bedeutet, ein Gasteilchen bewegt sich etwa 400 mal so weit wie der eigene Durchmesser in einem Gas fort, bevor es mit einem anderen Gasteilchen zusammenstößt und dann seine Richtung und auch seine Geschwindigkeit ändert. Groß N durch Groß V können wir nach dem idealen Gasgesetz ausrechnen. Wir erhalten dann diese Gleichung. Die zeigt, dass die mittlere freie Weglänge proportional der Temperatur und umgekehrt proportional dem Druck ist. Auch die Wände werden von den Gasteilchen getroffen. Wenn man diese Anzahl der Wandstöße abschätzen will, dann kann man sagen, die Wandstöße werden umso häufiger sein, je dichter das Gas ist. Also N durch V wird in der Formel vorkommen. Und die Gasstöße werden umso häufiger sein, je schneller die Gasteilchen sind. Also auch V wird in der gleichen vorkommen. Der Stoßquerschnitt spielt keine Rolle, denn die Wand wird auf jeden Fall von einem Gasteilchen getroffen. Wir haben noch als kleinen Korrekturfaktor den Wert 1 Viertel, denn nicht jedes Gasteilchen fliegt in Richtung Wand. Wenn wir die entsprechenden Zahlen einsetzen, kommen wir zu einer immens großen Anzahl von Wandstößen. Ein Quadratmeter Wand wird pro Sekunde etwa 10 hoch 25 Mal von Gasteilchen getroffen. Und diese Stöße machen den Druck aus. Der Druck entsteht so, dass ein Gasteilchen mit der Wand zusammenstößt. Das Gasteilchen hat vorher den Impuls M mal V, hinterher den Impuls M mal minus V und diesen Pulsübertrag, der macht sich einer Kraft auf die Wand bemerkbar und dieser Kraft auf die Wand entspricht dem Druck mal der Wandfläche. Die mittlere freie Weglänge und auch die Geschwindigkeit vom Gasteilchen spielt eine große Rolle in der Technik, etwa bei der Massenspektrometrie. Da geht es darum, dass man verschieden große Ionen
auftrennt nach ihren Massen. Dies klappt aber nur dann, wenn diese Ionen auf ihrem Weg von der Erzeugung zum Detektor nicht mit anderen Teilchen zusammenstoßen. Und das bedeutet, wir brauchen hier in einem Massenspektrometer einen Druck, der so klein ist, dass die mittlere freie Wegmenge der Teilchen größer ist als der Apparatedurchmesser. Das wird in der Regel mit einem Hoch- oder Ultrahochvakuum erzeugt. Auch bei anderen Phänomene in der Technik müssen wir die ideale Gasgleichung, müssen wir die kinetische Gastheorie mit anwenden, etwa bei der Physical Vapor Deposition oder bei den Phänomenen der Wärmeleitung und Diffusion in Gasen, wo die mittlere freie Wegmenge eine große Rolle spielt. Hier haben wir zum Beispiel ein Massenspektrum von Luft, 28, das ist die Masse von Stickstoff, 32 von Sauerstoff, 16, die halbe Masse von Sauerstoff und 18, das Wasser, was fast immer in der Luft vorhanden ist. Wir fassen zusammen. In der kinetischen Gastheorie gingen wir davon aus, dass Gasteilchen mit hoher Geschwindigkeit in unserem System sich bewegen, dass das Volumen der Gasteilchen in erster Näherung vernachlässigbar ist. Stöße der Gasteilchen auf die Behälterwand erzeugen den Druck. Stöße untereinander führen zu einer mittleren freien Weglänge, die den Energie- und Stofftransport limitiert. Temperatur, makroskopisch messbar, ist mikroskopisch nichts anderes als die mittlere Translationsenergie. Der Druck ist makroskopisch nichts anderes als die Energiedichte. Die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen liegt in der Größenordnung von einigen 100 Metern pro Sekunde, Wurzel 8 RT durch Pi mal M und ist unproportional der Wurzel aus der Masse. Die mittlere freie Weglänge hängt von der Sperrigkeit der Teilchen ab und von der Teilchendichte. Die Wandstöße sind proportional der Geschwindigkeit und der Gasdichte.